Willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Video. Wir schauen das neue Video von Julian Bam rein. Er hat das neue Hauptvideo rausgebracht. Der Mann im Mond, Akt 3, Songs aus der Bohne von Julian Bam. Wir gehen direkt rein. Ich habe richtig Bock. Das war dann ein Ende. Ich habe einfach Bock. Leute, wir gehen rein. Und es gibt einen Rückblick scheinbar. Sehr gut. Ich bin nicht auf dem komplett aktuellen Stand. Also ich habe mir jetzt nicht nochmal die letzten Parts rewatcht. Deswegen finde ich es gut, dass es hier nochmal so eine Rückblende gibt. Schau mal, was passiert ist. Vielleicht fällt mir das ein oder andere noch ein. Heute werden die Facts gespittet und die Theorien gedroppt. Her geschah. Update-Bericht. Okay, Grafik ist gerade ein bisschen nicht so gut. Was bisher geschah. Update-Bericht. Viel, viel besser. So. Ist unser Triebwerk schon lokalisiert worden? Snaggles? Eine Meuterei? Stimmt, sie wurden ja gemeutert, weil es keine geile Kantine gibt und wegen irgendwas anderem auch noch. Ergreift ihn! Aber vielleicht können wir einander helfen. Wer sind sie? Wieso? Und er wurde befreit, stimmt. Und da ist meine Theorie, ich glaube, das hatte ich letztes Mal schon gesagt in einem vorherigen Teil. Ich sag's nochmal, ich glaube, es ist Captain Beef Jerky aus der Zukunft, der in die Vergangenheit gereist ist, um ihn jetzt irgendwie zu retten oder irgendwas umzuändern von der Story. Also, diese Theorie ist nicht, ich bin nicht so komplett überzeugt davon, aber ich könnte es mir sehr gut vorstellen. Können Sie das? Wo ist das Paket für den Mann im Mond? Es gibt mir noch ein bisschen Vibes wie Serien wie Dark oder... Ja, also im Prinzip, da gab es ja auch so das. In der Tasche ist das Gesicht vom Mann im Mond. Ein außergewöhnlicher Schutzmechanismus. Du hast etwas, was mir gehört. Ohne mein Gesicht bin ich unvollständig. Ich mache dir ein Geschenk, damit du siehst, dass du mir vertrauen kannst. John! Und hier hoffe ich wirklich immer noch, dass es wirklich der echte John ist und dass es nicht irgendein, keine Ahnung, so ein Dummy John ist, der dann... Du backsteppen soll oder sowas in der Art. Du weißt, was du jetzt zu tun hast, Julian. Nuff-Muff-Kanone! Go! Keine Spielchen mehr. Ich hab das Zepter! Jungs, hier lang! Stimmt, damit hat's geendet. Ich glaube, das war, dass sie dann gerade weggerannt sind und das war dann das Letzte, was man gesehen hat. Okay. Wir kommen zurück. Ah, nee, stimmt. Ja, okay, nevermind. Also, es ist noch so viel passiert. Der Osterhase ist auch zurück, aber in seiner Shadow-Form. Es hätte nicht so weit kommen müssen, mein Bruder. Nun sieh dich an, nur noch ein Schatten deiner selbst. Okay, er sagt sogar Schatten deiner selbst. Also, ich weiß nicht, man kennt es auch so von Filmen und Games, dass es dann häufig so eine Shadow-Version von dem Main-Character gibt. Und hier ist es dann die Shadow-Version vom Osterhasen. Doch jetzt, lass uns wieder Seite an Seite stehen. Das dürfte dir vertraut vorkommen. Eine besondere Waffe. Oh mein Gott, damit wurde er gesteppt. Ich hab's schon fast vergessen. Ich weiß noch, dass es dieses Messer gab, auch in dem Endfight, glaube ich, als sie in dieser, ich nenne es jetzt mal Kathedrale waren mit dem Laserbeam. Aber dass er da, stimmt, er wurde auch gesteppt damit. Damit sollte es dir möglich sein, den Schild von diesem... Alter, das war ein kleines Detail, ne? Aber schaut mal bitte diese Hand an, wie heftig ist sie gemacht. Damit sollte es dir möglich sein. Junge, hä? Komplett krass eigentlich. Möglich sein, den Schild von diesem Junior zu durchdringen. Aber vorher sag mir noch, wo ist das Grab? Das Grab? Was für ein Grab? Was ist das jetzt schon wieder? Was gab's denn für ein Grab? Ich kann mich an keins erinnern. Ich kann mich nur erinnern, dass der... Solmecke irgendwo mal am Start war, aber nee, ich wüsste jetzt nicht, worum es geht. Skeleton! Ich kann nicht mehr! Stopp! Was ist? Ich glaube, wir haben ihn abgehängt. Puh, das war schwer. Jungs, ich glaube, mein Trizeps ist gewachsen. Sieht man das? Nein. Was? Wie geil war das, Alter? Ich glaube, mein Trizeps ist gewachsen. Sieht man das? Wessen Arm war das, Alter? Nein. Schade. Du warst toll, Knuffmuff. Ich fühle mich aber nicht toll. Was ist hier eigentlich los? Warum laufen wir schon wieder um unser Leben? Und warum hat der Typ da einen gottverdammten Jizzfleck im Gesicht? Oh, und warum haben wir wieder Boden? Lange Geschichte. Alter, John bekommt niemals seine Ruhe, ne? Egal, er respawnt. Also es gab eine kurze Ruhepause, als John weg war. Und nachdem John wieder da ist, komplett alles am Eskalieren. Wichtig ist, der Mann im Mond will sein Gesicht zurück. Sag nicht, du hast das Gesicht von meinem Mond in deiner Tasche drin. Oh, fuck. Hättest du mich nicht erst wiederbeleben können, nachdem der Shit erledigt ist? Was guckst du so? Ich fühle ihn.
Was willst du jetzt von mir? Ich hab dich einfach nur vermisst. Aber ganz ehrlich, so wie John sich bisher gibt, ich glaube nicht, dass es irgendwie so ein Fake-John ist oder so, sondern ich glaube, es ist wirklich der echte John, der einfach wiederbelebt wurde, was absolut random ist, dass es überhaupt geht in diesem Universum. Weil ich habe nicht damit gerechnet, dass es so einen Twist geben würde. Aber ich bin hyped. Also wenn es jetzt der echte John ist, bin ich einfach gehyped. Ich hab Bock. Joe, was ist mit Julia los? Hier, für dich. Danke, Julia. Und jetzt kommt das Beste. Joe wollte dir nämlich noch was sagen, bevor du totgegangen bist. Was? Ne, Ich meinte dir... Was war das nochmal? Das war eine ähnliche Szene. Ich glaube, das war das mit diesem Superheldenanzug oder Superman. Super. Ey, dann pop, pop. Wenn du traurig. Das, was wir im Supermarkt besprochen haben. Ah, das haben wir. War dir doch so wichtig. So was wichtiger ist jetzt, wir schießen das Gesicht. Auch krasse Effekte von der Hand, Alter. Ich hab's jetzt gerade irgendwas gemerkt. Supermarkt besprochen. Das haben wir. War dir doch so wichtig. Unauffällig. So was wichtiger ist jetzt, wir schießen das Gesicht jetzt in die Sonne. Sonne? Sonne. Und wir haben jetzt genug Kupfer für das Raumschiff. Raumschiff? Raumschiff. Stimmt, das hat ja alles komplett verpasst. Stimmt, ja. John war ja erst ganz am Ende da und hat alles gar nicht mehr mitbekommen. Ah, ich hab mein Raumschiff verloren. Wie kann man denn ein Raumschiff verlieren? Das ist doch riesig. Die schlechte Nachricht ist, es gab eine Meuterei. Wie? Und die gute? Gibt's nicht. Jetzt gibt's nur noch Captain Jerky, ein einsamer Molf, gestrandet in einer fremden Welt. Hallo? Was jetzt? Unser Plan ist gescheitert. Und Miami Rose? Wir müssen sie retten. Oh, Leute! Was ist los, John? John? Nein, lass mich! Hey, was machst du da? Das einzig Vernünftige, wir müssen die Wächter... Stimmt, da war ja was. Aber diesmal hat wieder Julia die Ehre erwiesen. Binden. Nur die können uns helfen. Okay, und was siehst du? Die Symbole. Santa der Boss, Sandmann, Zahnfee. Wow, warte mal. Was? Das ist ein Wurf im Osterhasen. Es ist wieder da. Der war doch tot. Ich habe irgendwie kein gutes Gefühl dabei. Und ich war doch auch tot. Babu fühlt sich auch so. Na gut, das ist allerdings eine berechtigte Einwand, den John da gebracht hat. Er ist tot. Oh nein, was ist los, Knuffmuff? Oh mein Gott. Was geht mit ihm, Alter? Was ist wirklich? Babu kommt in die Pubertät. Was? Wie alt bist du denn? Bob, 27, war mal 4 Paragraphe alt. Oh nein, dann bist du ja noch minderjährig. Minderjährig? Babu wird geschlechtsreif. Das Zepter. Ich glaube, es will uns was sagen. Wie geil ist es gemacht, Alter. Also muss man auch Props da lassen an der Stelle. Das Symbol der Zahnfee. Wenn wir das hier der Zahnfee bringen, wird sie uns doch safe helfen. Und ich werde Miami Rose helfen. Was hast du mit deiner... Stimmt, das war ja der Stab von der Zahnfee. Warum hat denn eigentlich der Mann im Mond gehabt? Hä? Es ist ja auch sehr random, oder? Der Stab war ursprünglich dann erst wieder bei Mann im Mund das erste Mal aufgetaucht. Ach so. Ja, weil die den gebraucht hatten, um ihn zu beschwören, aber trotzdem. Wo ist überhaupt die Zahnfee hin generell? Also ich bin gerade, weiß man, wo die Zahnfee hin ist? Ich bin da jetzt gerade komplett blank. Also wenn ihr es wisst, lasst mich gerne wissen in den Kommentaren, was der letzte Stand war mit der Zahnfee, weil ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Ist verliebt? Ein bisschen? Oh, dann nimm wenigstens... An wen ist sie verliebt? Miami Rose bringen, wird sie uns doch safe helfen. Und ich werde Miami Rose helfen. Was hast du mit deiner Miami Rose? Bist du verliebt? Ein bisschen. Oh, was? Julia X, Miami Rose? Ist das so? Oh, dann nimm wenigstens Babu mit. Ich will niemals... Er ist einfach ein Kokor geworden, Alter. Junge. Why? Entwickelt er sich jetzt weiter, oder was? In die Pubertät kommen. Oder bleibt das so? Oh mein Gott, wie krass wäre das, wenn das so sich weiterentwickelt? Hätte Julia das Ding nicht mit zum Raumschiff nehmen können? Oder können wir das Teil einfach verbrennen oder so? Hä? Was? Und da kommt da am Ende so ein Schmetterling raus. Ist das jemand drin? Wir können nicht einfach verbrennen. Was hat er gesagt, was? Hätte Julia das Ding nicht mit zum Raumschiff nehmen können? Oder... Können wir das Teil einfach verbrennen oder so? Hä? John, Alter, bisschen ehrenlos zurückgekommen. Was, da ist jemand drin? Wir können nicht einfach verbrennen. Chris. Ein neuer bester Freund oder was? Hä? Was? Nein. Ich bin für dich verbrannt, Mann. Bro. Junge. Sei für sich. Der Deep Talk, Alter. Richtig. Nix, Bro, Mann. Weißt du, wie fucking weh das tut? Da kommt so ein fetter Laser auf dich drauf, deine Haut verbrennt und du bist nicht mehr da. Scheiße. Alter, die Beschreibung ist echt nicht so geil. Der Osterhase.
Also er sieht auf jeden Fall sehr vertrauenserweckend aus, muss man an der Stelle mal sagen. Schnell weg hier, komm. Hä, hey, aber warte mal, das ist doch perfekt. Der kämpft doch für eine gute Sache. Richtig, wir kämpfen für eine gute Sache. Die toxische Männlichkeit. Yeah, Pro-Feminismus. Genau, Frauen sind auch Menschen. Hä? Niemand behauptet doch etwas. Was? Wo sind die denn jetzt auch mal gelandet, Alter? Anderes. Aber ein bisschen wie Hunde. Ach, schwierig, weil man sie nur lieb haben kann. Hä, wer ist... Niemand behauptet doch etwas anderes. Aber ein bisschen wie Hunde. Ach, schwierig, weil man... Okay, ist Monte-Reference an der Stelle. Sie nur lieb haben kann. Warum sind keine Frauen auf eurer Demo? Meine ist zu Hause und kocht. Ja! Frauen sollen auch ohne oben rumlaufen dürfen. Ja! Oh mein Gott, was passiert hier, Alter? So viel verliebt wie Männer. Oben rumlaufen dürfen. Frauen sollen genauso viel verliebt wie Männer. Wow. Weiß ich nicht, muss das? Junge, doch, das muss. Ja! Ey, geil, dass sie ihn auch da reingebracht haben. Ich weiß halt nicht, wie er heißt, ich kenne nur dieses Meme von ihm und es ist einfach Kult, einfach Legende. Scheiße, wir sollten hier abhauen, bevor der Hase uns findet. Nein, Mann, ich bin mir immer noch sicher, dass er zu den Guten gehört. Niemals. Wetten. Doch, wetten. Dann lass wetten. Ja, wetten. Ja. Das Ding ist, er gibt halt generell schon einen ziemlich bösen Vibe. Es ist überhaupt nicht mal so, dass er überhaupt einen netten Vibe rübergeben würde. Hä, wo ist der Kokor hin? Hatten die gerade nicht noch den Kokor? Jetzt laufen die einfach casual durch die Gegend oder was? 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 Nee, der hat jetzt nicht beide einfach gesteppt. Als ob, Alter. Als... Was? Hä? Warte mal, waren es einfach zwei, die komplett zufällig dieselben Klamotten dann hatten? Fail, Alter. Big fail. Oh mein Gott. Oh, scheiße, du hast... Alter, vor allem... Okay, scheinbar mal hatten die sich verkleidet, aber wie der einfach wegfliegen kann, Alter. Was ist das für... Was ist mit dem Osterhasen passiert, ey? Oh, scheiße, du hast recht. Wette gewonnen. Was machst du jetzt nicht? Drei, haben wir gesagt. Wie geil, Alter. Aber. Okay, sie haben Klamotten gewechselt, aber wie haben sie es denn geschafft, bitte? Und der Enkelkill. Ja, hab ich auch gesehen. Die Hasen waren's. Aber das sind doch eure eigenen Kostüme. Die wollen umgekehrte Psychologie anwenden. Umgekehrte Psychologie? Das ist toxisch männlich. Freunde, wir wollen keinen Stress. Aachen. Wir sind doch alles Aachener. Ihr seht mir eher aus wie Stolberger. Ach, euer Kollege ist doch gar nicht... Oh mein Gott, was ist das? Ich check's nicht. Ist das so eine... Städtefeindschaft zwischen Aachen und Stolberg, also es gibt es ja bei vielen Städten, aber das ist da bei Aachen, das wusste ich nicht, also, aber wahrscheinlich gibt es das generell überall, also bei uns in der Nähe gibt es das auch, dass da, man sagt, die Nachbarstadt ist irgendwie kacke oder so. Mal tot, der tut nur so, guck, er lebt doch noch, der macht nur Witze, ja. Chiagu, sehr nice. Also ich habe schon irgendwann mal gesehen auf Instagram, dass er ein Bild hatte mit dem Kostüm, glaube ich. Aber jetzt bin ich gespannt, was sie da für ein Lied reingehauen haben. Also ich kenne nicht viel Chiago, ich habe ein, zwei Lieder gehört von ihm, habe ein paar Videos geschaut. Sehr interessant, ich bin gespannt, was sie daraus gemacht haben. Okay, es ist direkt Upbeat, richtig. Also es macht direkt Laune auf, ne? Schau mal rein. Aber geiles Kostüm auch, also gut hinbekommen. Aber ich wüsste gar nicht, welches Lied das ist. Also, wie gesagt, ich habe ein paar Lieder von ihm mal so gehört. Ich bin jetzt nicht krasser Chiagu-Fanboy, deswegen sieht es mir nach, wenn ich das Lied nicht kenne. Bin ein Aachener Kid ins Gute mit dem Roller. Mit dem Mittelfinger an der Putzelei vorbei nach Holland. Denken dabei an das Römische Reich auf Lok voll Bock. Ans Römische Reich sind sie auch dieses Meme gewesen, letzte Zeit auf TikTok und generell Social Media Plattformen. Werde ich wie die Ponte immer voll. Aber das Ding ist,
ich habe ein paar Musikvideos geschaut und es gibt mir echt einen ziemlich ähnlichen Vibe. Also sehr, sehr entspannt aufgenommen, wie sie einfach durch die Gegend laufen, irgendwie lachen, mit Leuten was trinken oder durch generell einfach, weiß ich nicht. Es trifft auf jeden Fall sehr gut den Vibe, finde ich. Dabei an das Römische Reich auf Lok, voll Bock. Heute werde ich wie die Ponte immer voller Augur. Mehr Baustellen erstellen, wo gebaut wird. Ich baue an Stellen, wo eigentlich gar nicht geraucht wird. Lachen nicht über Leichen, so wie Laschet, das ist sau. Du kommst zu mir nach Hause, aber ich komm dann auf dir. Um dir zu sagen, Aachen City, beste Stadt. Von den Lyrics her trifft es halt auch Chiago. Also von allen, die Lieder, die ich von ihm gehört habe, da trifft es auch schon ähnlich. Also ja, hat auf jeden Fall Ähnlichkeiten, muss man schon dazu sagen. Zu Streuselbrötchen ohne alles und das jeden Tag. Wetter leider grau, haben den höchsten Niederschlag. Aber Sonne scheint, wenn ich Stolberger Niederschlag auch her. Okay, das war sehr geil gemacht. Ich hätte jetzt das. Ich finde schon, dass Chiago nochmal so einen eigenen Vibe hat, so auch von der Betonung und von der Stimme. Also, dass es ein bisschen anders ist. Hätte ich jetzt hier nicht rausgehört bei Ju, aber es ist trotzdem sehr geil geworden. Sehr geiler Song. John, er hat recht. Der Kampf für Aachen ist wichtiger. Ja! Dass Aachen NRWs Hauptstadt wird. Ja! Willst du von auch eine Vollversion geben? Stimmt. Oh. Komm. Sehr gut, sehr gut. Ich hab Bock. Komm. Und bevor ich in die Vollversion reingehe, gönne ich mir natürlich immer noch die Originallieder, versucht hier herauszufinden. Schauen wir nochmal die Originalvideos an, damit ich einen besseren Vergleich habe. Bei den Hauptvideos werde ich meistens überrascht von den Liedern. Das hätte man jetzt vielleicht ahnen können, nachdem es auf dem Thumbnail Chiago drauf war. Aber gut, ich spoilere mir erstmal nichts. Wenn wir in die Vollversion reingehen, dann schaue ich mir da vorher nochmal die Lieder an und versuche mich darauf vorzubereiten. Hinterher! Alter, hä, wie haben die das denn gemacht? Ist alles auf? Okay, ich dachte, die wären eigentlich komplett lost, dass sie mit einem Raumschiff abgestürzt sind. Aber scheinbar haben sie auch so die ganzen technischen Möglichkeiten, um das wieder zu reparieren. Von dem her habe ich mich schon ein bisschen gefragt, was es bringt, eine Meuterei zu machen, wenn das Raumschiff komplett kaputt ist. Keine Sorge, Rose. Ich werde das Triebwerk finden und zurückbringen. Und dann wird mich meine Crew wieder als Held feiern. Danke, dass ihr an meiner Seite bleiben, Dice. Ihre Crew ist tot. Was? Seit wann? Als ob. Seit gar nicht. Das war ein Versuch, humoristische Kommunikation zu simulieren. LOL. MLG-Edit. Nee, aber geil, dass Lovebot am Start ist noch. Bitte mehr machen. Entschuldigung, Ex-Captain. Ich bin gerade dabei, das Programm Humor zu erlernen. Jedoch weist es Inkonsistenzen in seinen eigenen Parametern auf. Ex-Captain? Was ist humoristisch akzeptabel? Und in welchen Situationen darf man lachen? Oh mein Gott, jetzt wird's richtig deep und philosophisch hier. Ja, Humor ist echt eine schwierige Sache, ne? Also generell gibt's halt auch einfach keinen Humor, der alle trifft, oder? Also, und es gibt auch Humor, der auch viele Leute triggert. Also, ich meine, so schwarzer Humor geht immer schon in eine ganz kritische Richtung, kommt immer drauf an, wie schwarz es dann tatsächlich ist. Ja. Es wird hier auf jeden Fall Deep Talk gespittet. Ab wann geht ein Witz zu weit? Ich detektiere zahlreiche Widersprüche, wie beispielsweise bei diesem Witz stirbt ein kleines Kind. Stopp! Stopp! Alles gut! Führ mich einfach zu den Koordinaten von diesem Besser nicht. Fremden jetzt. Besser nicht solche Witze, Alter. Unser Triebwerk befindet sich 23 Kilometer. Da. Dann nach dir. Positiv. Folgen Sie mir, Ex-Captain Jerky. Einfach nur Jerky. Negativ. Lange genug hat dieser Jerk of Ex-Captain auf mich her. Er wird einfach noch getauntet von Snuggles, Alter. Mit so einem Taunt-Namen noch dazu. Abgeblickt. Doch bald wird sich das ändern und alle werden zu mir aufblicken. Zum großen Snuggles, dem Eroberer. Dieser Snuggles oder Snuggles? Ich dachte, er hieß Snuggles. Oh mein Gott, bin ich lost. Dieser primitive Planet wird den Anfang machen. Jeder wird vor Furcht erzittern. Und Jerky wird das perfekte Versuchskaninchen sein. Aber dafür braucht erst noch ihren Zugangscode für den Zentralcomputer, Lieutenant Rose. Sie wollen doch ihren Captain nicht im Stich lassen. Wow, hast du gesehen, dass er sich befreit hat und mit Lovebot durch die Gegend läuft? Sie sind kein Captain! Oh, was für eine Frechheit! Nein, was ich meinte war, sie sind viel mehr. Viel mehr? Ein Captain für... Was passiert hier wieder?
Was wird Julia ihm sagen? Was ist denn mehr als ein Captain? Ein König wahrscheinlich oder ein Anführer oder so. Ich meine, in dem Teaser hat man ja schon gesehen, dass er sich selber zum König gekrönt hat, also von dem her. Nur sein Schiff an. Sie könnten... Ich höre. Ein König sein. Oh ja, tatsächlich. Ich hab's... Aber gut, ohne den Teaser hätte ich es nicht predicted. Oh ja, König. König. König Snaggles. Aber ein König braucht auch eine... eine Königin. Nimm meine Hand und wir könnten das mächtigste Paar des Universums werden. Oh, was für eine... Was geht hier unten? Was ist das für eine kleine Hand? Ehre. Geil. Aber wie Sie sehen, bin ich gefesselt. Ich verstehe. Nun gut. Besiedeln wir unser Bündnis mit einem Kuss. Captain Snaggles! Captain Snaggles! Wir haben ein Problem! Fresse! Ich hasse es, wenn man mich beim Vorspiel unterbricht. Tut mir leid, Captain, aber... Gib dir selber eine Backpfeife. Danke, Captain. Also, was gibt's? Jerky! Er ist aus dem Gefängnis entkommen. Was? Okay, das ist jetzt ein Fall für König und Königin. Gib mir den Zugangscode, Rose. Als ob was. Junge, wie er direkt komplett sich was einbildet und eskaliert. Was für Ehebruch. Was ist das? Der Lispel-Talk, okay. Unser heutiger Gast hat einen berührenden Roman geschrieben. Ich hab mal einfach ein Studio aufgebaut, oder was? Hä? Was geht hier denn? Indem er den Verlust eines geliebten Seelenverwandten verarbeitet. Es ist mir eine Ehre, nun den Mann vorzustellen, der all eure Herzen berührt hat. Rainer! Hallo Leute. Oh mein Gott, wir haben uns ja letztes Mal schon gefragt, wer da wohl unter dieser Decke versteckt ist. Das wurde ja auch im Teaser kurz quasi so angeteasert. Nicht mal deswegen heißt es ja Teaser. Und es ist einfach Rainer. Mit dem habe ich ja gar nicht mehr gerechnet, dass der nochmal vorkommt. Rainer, du bist der Beste! Wie geil, Alter. Ey, ich fühle es, der Stropper am Start ist. Also Rainer. Ja, John war wirklich... Ich meine, er hat ja auch... Ich konnte es nicht glauben. Ich konnte es wirklich nicht glauben. Aber er hat ja scheinbar auch diesen maskierten, die Synchronstimme gemacht. Und diese Stimme ist ja so heftig, Alter. Also... Stroppo hat so eine krasse Stimme, Alter, Junge. Ich kann es bis heute nicht glauben, dass er den angeblich gesprochen hat, diesen maskierten Mann. Also, mir wurde es von mehreren Leuten gesagt, aber ich kann es bis heute nicht glauben. Einzigartig. Und ich wollte, dass die Welt das weiß. Sorry, wir müssen dann die emotionale Rede von Anfang hören nochmal. Rainer, du bist der Beste! Ja, John war wirklich einzigartig. Und ich wollte, dass die Welt das weiß. Ich habe sogar meine Tochter nach ihm benannt. Und dieses Buch ist mein Tribut an ihn. Alter, das ist so sass, dieser Brudi, ne? Verzeihung. Aber das ist nicht alles, was Sie getan haben. Ja, um sein Vermächtnis zu wahren, habe ich diesen Merchandise erstellt. Um Spenden zu sammeln für meine Trauer. Das war sein letzter Wunsch an mich. Stropp ist so ein Ehrenmann, Alter. Ich bin sicher, dass John stolz auf alle... Und wie geil ist es, also das habe ich noch gar nicht erwähnt, aber wie geil ist es eigentlich, dass Herr Anwalt auch mit dabei ist, auf ganz casual Basis, keine Ahnung, ist es so, als ob das so gut das Selbstverständlichste der Welt wäre, dass er einfach da die Talkshow moderiert. Das wäre, was Sie Gutes in seinem Namen tun. Danke sehr. Ziehen Sie das an! Und Sie hatten noch etwas für uns vorbereitet, wie ich hörte. Ganz rechts. Musik war immer... Alter, aber manchmal jetzt, wie gerade eben, ne? Also manchmal, da hört man wirklich seine Stimme kurz raus, dass er eigentlich so eine richtig heftige hat mit... Also ich finde es immer noch beeindruckend, wirklich. Und Sie hatten noch etwas für uns vorbereitet, wie ich höre. Und zwar jetzt gleich. Warte. Ganz rechts. Musik war immer ein großer... Der hat schon... Also, macht er auch Synchronsprechen? Oder... Also er hat auf jeden Fall eine Stimme dafür. Teil von Johns Leben. Und der Song heißt... John... Ich bin mir sicher, dass John begeistert wäre, wenn er... Sie haben Ihre Gitarre schon? Geil, jetzt bin ich gespannt, ob was Stroppo singt. Ja, dann hören wir jetzt oder anscheinend Rainer. Sorry, ich sag Stroppo, aber Rainer. In dem Hauptvideo ist es natürlich Rainer. Antoine läuft... Das
So, man spürt den Schmerz in dem Song, man spürt die Emotionen. Muss man, also, Props. John, 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 wo bist du? Alter, eigentlich ist es schon gut gemacht, Mann. Also, man spürt die Emotionalität. John, John, I miss you. Was? Oh mein Gott, oh mein Gott, jetzt kommt er reingerannt, oder? Moin. Wartet mal! Das sind doch Sie! Johns Gesichtsausdruck, Alter. Ey, ich finde, das ist auch so geil, die Szenen mit ihm. Not gonna lie. Also, wie er das immer so schafft, so gut zu spielen, dass er so komplett überfordert ist oder irgendwie komplett überrascht, erschreckt. Wartet mal! Das sind doch Sie! Geil. John, du lebst? Rainer? Warum hängt da ein Bild von mir? Wie kann das sein? Rainer! Junge, Rainer, auch so ein Ehrenmann, Alter. Warum hängt da ein Bild von mir? Wie kann das sein? Junge, wirklich. Es ist komplett von vorne bis hinten hardcore polished. Props geht raus. Rainer, wie erklären sich das Auftauchen von John, den Sie für tot erklärt haben? Aber ich hab dich sterben sehen, John. Machst du etwa Party mit meinem Gesicht? Nein, ich habe... der arme Junge, lass ihn in Ruhe. Er ist doch nur traurig gewesen. Ich hab nicht getan. Sind Sie zwei etwa Komplizen in diesem Schwindel? Das Geld, was Sie gesammelt haben, war das etwa nur, um sich zu bereichern? Niemand verarscht mich ungestraft. Meine Damen und Herren, diese Live-Show nimmt gerade eine unerwartete Wendung. Wir sind alle sprachlos. Betrüger! Der arme Junge. Er war einfach nur sad und wollte seine Sadness mit der Welt teilen und jetzt fühlt er sich selber gebackstabbt, weil John einfach durch die Tür kommt. Leute! Ey, das ist auch wieder so unnötig und random, aber ich lieb's. Betrüger! Ich lieb's. Wie geil ist das eigentlich? Leute, das war ein Prank! Oh, du, das macht das ganz Stück besser! Ey, ich hab nichts damit zu tun! Du bist mit Kapitän! Ah, wo ist Schurke? Geh mal nach Hause! Guck mal, wie ihr aussieht überhaupt! Oh mein Gott! Oh mein Gott, wer war sie nochmal? Sie ist doch auch bekannt, oder? Okay, da werde ich niemals drauf kommen, auf den Namen. Sorry. Wenn ihr wisst, wie sie heißt, bitte lasst mich in den Kommentaren wissen oder irgendwann anders mal. Ich habe keine Ahnung, wie sie heißt. Ich weiß nur, dass sie bekannt ist. Ich habe ihr Gesicht schon ein paar Mal gesehen. Du, du bist mit Kapitän! Ah, wo ist Schurke? Geh mal nach Hause. Guck mal, wie ihr aus. War das nicht, wurde sie nicht immer gemimt, dass sie so aus Frankfurt kommt oder kommt sie wirklich aus Frankfurt? Ich habe keine Ahnung. Junge, aber ich kann mich erinnern, dass da was war. Seht überhaupt wahr, Junge. Schurke, ja, Junge. Ja. Ich will Köpfe rollen sehen. Elton ist einfach dort. Hä? So auch komplett entspannt, auch mit am Start. Okay. Also heute ist einfach Gastauftritt. Eskalation, wirklich komplett. So, als nächstes ist Papa Platte dran. Auf geht's, Dinger. Wer will hier sehen, wie die Betrüger bestraft werden? Ihr Faker! Was? Welche Namen? Barry? Barry Maurice Robin. Okay, ich habe keine Ahnung, was jetzt kommt. Bee Gees, oh mein Gott, okay. Okay, die Melodie kenne ich auf jeden Fall schon mal. Sie kommt mir extrem bekannt vor. Aber das ist schon älter, oder? Das war sogar vor meiner Zeit, Alter. Das war ein Social Media Experiment. Ich meine, das sagen auch viele, also das haben wir schon häufiger auf YouTube erlebt, dass Leute sagen, das ist ein Social Media Experiment, wenn sie gemerkt haben, dass sie einfach komplett verkackt haben und versuchen irgendwie, sich rauszureden. Alter, was?
Was? Oh, ich habe kurz einen Gänsehaut-Moment, wie Stroppo singt. Und er hat eine richtig geile Stimme. Hä? Das passt ja super gut da rein. Das hört sich so geil an, Alter. Ey. Ich calle jetzt schon Stroppo Carry dieses Lied. Also seine Stimme ist ja, die kommt so gut in diesem Style. Ja, oh mein Gott, ich komme nicht auf mein Leben klar. Leute, wie geil ist bitte, wie geil. Aber auch deep Message gleichzeitig so, glaub nicht alles, was du im Internet siehst, absolut true. Und könnte heutzutage nicht besser mehr stimmen als irgendwann anders mal. Am Ende noch der Edit mit dem Mund. Es sind so viele Details, wo man merkt, dass es so viel Liebe reingeflossen in dieses Video. Und deswegen macht es auch so doppelt und dreifach Spaß, es anzuschauen. Und ich freue mich auch schon richtig auf die Vollversion von dem Lied, wenn eine kommt. Bisher ist, glaube ich, von jedem Lied eine Vollversion gekommen. Ich hoffe von dem Lied auch. Ich habe richtig Bock. Ich weiß nicht, das ist so, auch so dummer Humor, aber ich liebe es trotzdem. Diese Edits, wenn der Mund groß gemacht wird. Sure, haben wir die uns irgendwie nur so eingebildet oder was? Aber auch so extrem sympathisch auf jeden Fall. Sure, Opfer, Opfer. Nun gut, kommen wir zum nächsten Programmpunkt. Begrüßen Sie mit mir eine arme Mutter, die vielleicht das stressigste Kind auf dem Planeten erwischt hat. Nee, oder? Ich bin mir nicht sicher. Ich möchte nichts Falsches sagen. Ist das der Revi-Diss an der Stelle? Ist das Revis Mutter? Oh mein Gott, ich weiß noch, dass sein Vater mal in einem Hauptteil mit dabei war. Ah, wo war das? Kurz bei in der Nähe von Cool und Fresh irgendwo da mit Julia Badix. Und wenn das jetzt die Mutter ist. Ich weiß leider nicht, wie seine Eltern ausschauen. Junge, das wäre wieder komplett wild. Hallo. Sehr stressig. Es ist bestimmt die Mutter von Revi, oder? Bestimmt. Es ist wirklich sehr stressig. Na klar könnt ihr den Kokor hier verstecken. Das hier kommt jetzt eh alles auf den Müll. Oh, du bist echt ehrenlos. Du hast sogar John verhütet. Was? Warum ehrenlos? Alter, ich versteh's nicht. Junge, der Bro war sad AF. Er hat richtig getrauert um John. Warum sagt man, dass er ehrenlos ist? Woher soll er denn wissen, dass John gerest wurde? Das ist doch so. Es ist eher ehrenlos, ihn als ehrenlos zu bezeichnen an der Stelle. Verhütungsmittel produzieren lassen? Extra glitschig. Mit Mininoppen und sehr klein. Bro, das ist doch nicht klein, oder? Ja, safe. Das ist Durchschnittsgröße, oder? Doch, oder? Doch, doch, oder? Ja, doch. Sein Suspense dazu ey, noch. Das ist Durchschnittsgröße, oder? Doch, oder? Doch, doch, oder? Ja, doch. Ich lieb's auch, wenn er das macht. Also ich hab ihn vermisst, diesen Charakter aus der Serie. Rainer, meinst du, du kannst uns ein Stück mitnehmen? Wir müssen die Zahnfee finden. Na klar, aber wieso nicht gleich den Osterhasen? Wie kommst du auf den? Na, der kommt direkt auf uns zu. Oh, Alter, Tension aufgebaut. Wie creepy ist es das eigentlich, dass er jetzt so durch die Gegend fliegen kann und jumpen kann? Also der Obstar ist einfach Übermensch geworden. Bin ich hier nicht schon gewesen? Oh, jemand hat Julia jetzt eigentlich durch die Gegend. Was war denn der letzte Spot? Achso, sie wollte Miami Rose retten, so war das. Diesen Baum. Oh Gott, ich hoffe, die Bäume finden das nicht diskriminierend, dass ich sie alle gleich aussehen finde. Ich mag diesen Wald nicht. Oh mein Gott, Gastauftritt von dem Brudi.
Wer war das nochmal? Das war doch der, der, wo der Vater verschwunden ist und der das Blut tausender katalanischer Mauereidechsen, irgend sowas. Ich weiß nicht mehr genau, was es war, irgend sowas. Das ist aber extrem Bild auf jeden Fall. Danke, kleiner Junge mit gruseliger Zunge. Was machst du hier so alleine? Man spricht nicht mit Fremden. Gut. Oh, real talk, true. Merke ich mir. Oh wow, bist du ein Magier? Nice Icebreaker. Ich bin Julia und ich muss dieses Kupfer da abliefern. Ich bin Tino. Was machst du hier im Wald? Tino, stimmt. Nicht fremdes, gruseliges Kind. Der Name kommt mir bekannt vor. Das Kind. Ich suche meinen Dad. Hier, das ist das Einzige, was ich noch von ihm habe. Er lebt. Das heißt, das Ding... Okay, das ist... Okay, ganz in irgendeinem älteren Teil. Ich weiß nicht mehr, wo das genau war. Das war bei dieser Geburtstagsfeier, wo John verkleidet war als Oktopus. Da war ja auch dieses Kind. Und das hat da schon irgendwas von dem Dad erzählt, dass der Dad verschwunden ist. Ich glaube, die Mutter war Alisa Joe. Stimmt, das war ja so... Und er ist jetzt anscheinend auf der Suche nach seinem Dad. Das heißt, wenn diese Geschichte fortgesetzt wird, dann wird es wahrscheinlich auch noch aufgelöst, oder? Ich könnte mir vorstellen, dass in den nächsten Folgen man einen Dad sieht oder dass es ein krasser Plot-Twist ist, dass der Dad jemand ist, den man die ganze Zeit schon kannte und der dann revealed wird, dass er der Vater ist. Aber wer könnte das sein? Wer könnte der Vater von ihm sein? Ey, ich hätte nicht gedacht, dass er überhaupt nochmal auftritt, also dementsprechend bin ich jetzt schon krass überrascht. Ich bin in den Bauch eines eingefrorenen Mammuts und muss hier einen unentdeckten Wirren. Okay, es fängt schon wieder an. Das ist das Einzige, was ich noch von ihm habe. Er lebt in dem Bauch eines eingefrorenen Mammuts, um sich einer unentdeckten Virenkolonie anzuschließen. Hm, macht Sinn. Ich suche ein Raumschiff. Kommt das bekannt vor? Nee, gar nicht, oder? Okay, vielleicht kommt auch einfach gar nichts mehr, wer weiß. Schiff. Okay, du bist weird. Nein, ist wirklich so. Hä, was? Ich suche ein Raumschiff. Ah. Okay, du bist weird. Nein, ist wirklich so. Da kamen so drei Typen aus der Zukunft in mein Haus. Also, war eigentlich gar nicht meins, aber es stand leer und ich habe schon Möbel gekauft. Und einer von den drei Typen war auch eigentlich eine Frau. Miami Rose. Die schönste... Hey! Wo bist du? Es wird wirklich Julia X Miami Rose. Also, why not? Fühl ich. Du! Hallo! Eine verfrühte Anomalie. Das ist der Charakter, okay, okay. Schau mal, was abgeht jetzt. Julia trifft auf ihn. Waren meine Berechnungen etwa fehlerhaft? Die NUS-7 ist soeben durch das Zeitloch gereist. Was? Okay. Okay. Also ich habe ja vorhin schon gecallt, was meine Vermutung ist, dass er ein Zeitreisender ist. Jetzt, nachdem er irgendwas von einem Zeitloch erzählt, bestätigt das, sage ich mal. Achso, nee, das war das Zeitloch, das war dieses schwarze Loch aus dem ersten Mann im Mond. Ich glaube trotzdem, dass er was mit Zeitreisen am Hut hat. Und ich glaube, dass es ein... Okay, es muss nicht unbedingt Captain Beef Jerky sein. Ich gehe davon aus, am ehesten ist es wahrscheinlich Captain Beef Jerky, aber es könnte auch ein anderer der Charakter sein, der dann in die Vergangenheit gereist ist. Und deswegen ist er auch maskiert, damit man ihn nicht erkennt. Und versucht, die Vergangenheit zu ändern oder sie zu retten oder irgendwas, irgendwas in der Richtung. Ich glaube, er ist ein Zeitreisender, der versucht, was an der Zeit zu ändern. Das ist mein Call für diesen Charakter. Ich weiß nicht, welche Motivation er genau hat. Ich weiß nicht, was bei ihm genau abgeht, wer es ist. Aber ich gehe davon aus, dass es wahrscheinlich Captain Beef Jerky ist. Ja, ich habe es beobachtet. Und dennoch dehnen sich die Anomalien weiter aus. Dann muss es wohl so sein. Ich werde es selbst in die Hand nehmen. Aber dann wäre es krass, dass seine Stimme komplett anders ist, ne? Also das ist schon ein bisschen, was mich zum Nachdenken anregt. Aber vielleicht ist es halt auch mit Absicht so, damit es nicht zu obvious ist. Unsere Verzweiflung muss groß sein, wenn du ein solches Wagnis auf dich nimmst. Ich meine, man weiß ja noch gar nicht wirklich viel von ihm, ne? Das erste Mal, ist es das erste Mal eigentlich gewesen, dass er bei dem Santa Claus Spin-Off rausgekommen seinen Auftritt hatte oder gab es vorher schon mal einen Auftritt, wo er da war? Also ich kann mich das erste Mal erinnern, das war da bei dem bei dieser Weihnachtsstory. Was hier in diesem Wald vor sich geht, ist nicht für deine Augen bestimmt. Ich hab mich nur ein bisschen verlaufen. Und wo willst du hin? Man soll nicht mit Fremden sprechen. Weise Worte für ein Mädchen, das offensichtlich von ihrem Weg abgekommen ist. Alter, ich finde, der hat auch so einen geilen Text. Also, sein Text ist auch so
episch geschrieben, dass es halt so die Stimme noch so unterstreicht. Also die Stimme unterstreicht diesen Text, der irgendwie so, ich weiß nicht, es würde jetzt keiner so reden, obviously, aber es, ich weiß nicht, ich, vielleicht könnt ihr ein bisschen relaten, dass es so ein bisschen so epischer kommt, wenn man mit so, ja, keine Ahnung, wenn man so halt spricht wie er, ich weiß nicht mal, wie ich es beschreiben soll, sorry dafür. Weise Worte für ein Mädchen, das offensichtlich von ihrem Weg abgekommen ist. So ein bisschen mysteriös, das meine ich wahrscheinlich so. Weiße Worte für ein Mädchen, das offensichtlich vom Weg abgekommen ist. Bro, wer spricht so? Welcher normaler Charakter, ne? Er ist schon ein bisschen epischer unterwegs. Dieses Kupfer, du hast vor, es der Enios zu bringen. Du bist also Teil jener Gruppe, die das Paket für den Mann im Mond hat, nicht wahr? Captain Jerky hat es mir erzählt. Kannst du mir sagen, wo dieses Paket jetzt ist? Wir könnten. Alter, Julia, ich hätte nicht gesagt, dass sie so ruhig bleibt und dass sie so einfach auch gar nichts ausplaudert. Ich hätte den Charakter eher so eingeschätzt, dass sie viel erzählt. Aber an der Stelle ist sie schon echt smart. Einander Verbündete sein. Ich kann dir den Weg zeigen, den du gehen musst. Dieser Wald ist tückisch. Alleine wirst du das. Dieser Wald ist tückisch. Das ist genau das, was ich meine. Er spricht so nicht wie ein 0815-Charakter, sondern er spricht so wie ein mysteriöser Main-Charakter aus irgendeiner Serie. Ja, halt, die sprechen halt eh immer anders, als man im Real Life spricht. Das Raumschiff nicht finden. Die Crew dort könnte deine Hilfe benötigen. Genauso wie deine Freunde, die kurz davor sind, einen verheerenden Fehler zu begehen. Sie werden sterben, wenn ich es nicht verhindere. Also, wo sind sie? Sie wollen zur Zahnfee. Ist es jetzt gut, dass sie ihm das erzählt hat oder nicht? Ich würde ihn eher als guten, also ich würde ihn weder als gut noch als schlecht einschätzen. Ich glaube, er ist eher neutral. Aber wenn ich es aussuchen müsste, würde ich ihn schon ein bisschen eher Richtung gute Charakter einstufen. Die meisten Charakter in dieser Serie sind ja eher gut oder schlecht. Wobei sich das jetzt auch geswitcht hat mit Captain Snackers. Also dementsprechend, never mind, vielleicht habe ich da irgendwie doch was Falsches reininterpretiert. Jerky? Rose! Ich konnte entkommen. Ich weiß. Ich habe sie und ihren Loveboat fliehen sehen. Ich konnte mich ebenfalls aus Snaggles Fängen befreien. Vorerst. Sehen Sie zu, dass Sie auch von dem Schiff runterkommen. Nein. Snaggles ist völlig größenwahnsinnig geworden. Er plant irgendwas Schlimmes. Ich muss rausfinden, was er vorhat. Gut. Dieser Ratte wird mir das Handwerk legen. Wir gehen geradewegs auf die Koordinaten des Triebwerks zu. Wir sind quasi schon auf der Rückweg. Ich werde mich melden, sobald ich was herausgefunden habe. Rose! Passen Sie auf sich auf. Wo waren wir? Sie haben mir eine Stunde lang versucht zu erklären, warum es wichtig ist, zuzuhören. Oh mein Gott, wo sind die angekommen? Was könnte hier passieren? Sie sind irgendwie Amish, oder? Also Leute, die halt so ein bisschen ohne Technologie leben wollen, sag ich mal. Sind es jetzt die Amish? Ich bin gespannt. Und wenn jemand aber es gibt halt einen extremen Vibe rüber. Ha, ich komm nicht drauf. Egal, erzähl mir doch mal was von dir. Vor meiner Loveboard-Zeit war ich als Killerroboter tätig. Ha, killen! Kann ich ein Lied von singen? Gerne, singen Sie mir dieses Lied. Nein, ich versuche mir gerade das Töten zu gewöhnen. Aber darum ging es mir auch gar nicht. Ich meinte, ob du so Vorlieben hast. Ich meinte, du hast ja den King Booster 3000. Hier. Mach das nie wieder. Was? Okay. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Booster 3000. Hier. Mach das nie wieder. Wenn andere zugucken. Hey, ihr doch! Was tut steht da in unserer Gemeinschaft? Oh mein Gott, der Bro ist auch da. Der Allmann. Guten Tag, die Herren. Und Damen. Gehört ihr zu irgendeiner Gruppierung? Denn ihr seht alle gleich aus. Alle außer der. Er hat keinen Bart. Ja. Ich dachte schon. Aber es ist wieder ähnlicher Humor wie in dem vorherigen Teil mit Bodyformus. Geil. Weigern uns zur Technik. Technik ist teufelsmörrisch. Technik ist eine wichtige. Hä, was sagt er? Ich habe fast nichts verstanden. Ja. Wir sind Amische. Wir verweigern uns zur Technik. Ah ja, Amish, wie ich mir dachte. Und sie haben keinen Bock auf Technik, okay? Technik ist teufelsmörrisch. Technik ist eine wichtige Lebensgrundlage. Ohne sie könnte man das hier nicht tun. Oh. Das ist deine Farisch! Wichtige Lebensgrundlage und erstmal Disco-Kugel auspacken. Farisch! Oh, nein, stopp! Wartet! Moment! Wir bekommen Frieden! Oh mein Gott! Ey, wisst ihr, was mir das für Vibes gibt? So generell
bisschen so Resident Evil 4, wo er auch, ich meine, in dem Videogame landet er auch in so einem Dorf, wo so, ich weiß jetzt nicht, so Bauern oder so sind, die halt alle Zombies sind, obviously. Das erinnert mich ein bisschen daran. Von dem Vibe her. Stopp, wartet, Moment. Wir kommen in Frieden. Von weit, weit entfernt und suchen nur unser kleines, unscheinbares Triebwerk, das offensichtlich da gelandet ist. Ihr habt uns also an deine Geschichte. Er hat Abraham so gemacht, dass er nicht mehr laufen kann. Ich bin Abraham, keine mehr laufen. Macht euch fertig, bevor wir euch der Uge ausstechen! Integrierte Push-Up-Tarnkappen-Torpedos aktiviert. Shackadelic, Baby. Hilf! Der Dämon ist in Frage! Wir müssen sie umkommen lassen! Abraham, los, tanzen! Gott, wir euch strafen, ihr Sorten, gerade! Aua, mein Make-up. Nicht schießen, deins. Das ist der... Warum krabbelt er? Oh mein Gott, ist das wirklich eine Reference auf die Games? Nicht schießen, deins. Es wäre schon sehr random, warum er sonst krabbelt. Also ich könnte mir sonst nicht erklären, warum er krabbelt, wenn es keine Reference auf Resident Evil 4 wäre. Das ist der effizienteste Weg. Aber du wolltest doch menschlicher werden, oder? Korrekt, der Mensch löst seine Probleme mit Gewalt. Versuch du, Woodley, du! Diplomatisch herangehen! Oh, es ist wirklich eine Bohne. Das haben wir schon im Teaser gesehen. Ich meine, gut, das war jetzt auch keine Meisterleistung, das als Bohne zu erkennen, aber trotzdem. Woher hat sie die einfach her eigentlich? Domitiana. Aus ihrem. Okay, Domitiana, Junge. Von ihr habe ich auch fast keine Lieder gehört. Ich kenne nur ein, zwei Lieder, in der sie mitgesungen hat. Boah, heute ist ein Tag, wo ich die Lieder nicht so kenne, leider. Ex-Schiff, Ex-Captain Jerky. Also vielleicht kenne ich es doch, schauen wir mal. Nur Jerky. Okay, doch, es kommt mir aber bekannt vor. Und ich muss jetzt schon sagen, das Bild sieht extrem geil aus. Das erinnert mich ein bisschen so, das habe ich auch in einer anderen Reaction schon gesagt, so an dieses Cyberpunk-Theme, so generell ein bisschen futuristisch, Cyberpunk-mäßig, vielleicht ein bisschen Ghost in the Shell-mäßig. Ich weiß nicht, vielleicht ist es in einem Originalvideo auch so, halt von dem Musikvideo. Werde ich mir alles noch gönnen, bevor die Vollversion rauskommt, falls welche rauskommen. Aber wirklich ästhetisch gesehen, pleased mich das schon wieder sehr. Doch, das Lied kenne ich, glaube ich, sogar. Aber ich habe kein Video davon geschaut. Ich weiß nicht, ob es überhaupt eins davon gibt. Okay, aber das ist auch sehr, also direkt der Start schon wieder vom Lied, extrem geil. Also man hat direkt Bock, nochmal von Anfang rein zu hören. Sorry, was es euch triggert heute. Nur Jerky. Okay. Ich hab Bock. Okay, also nee, fühle ich. Also erste Satz fühle ich schon. Technologie ist Evolution, ich bin verliebt. Also geht auch alles ein bisschen so in ein Cyberpunk-Theme rein, sage ich mal. Generell, ich finde auch Technologie wichtig. Ich finde nicht, dass man sein ganzes Leben davon abhängig machen sollte, aber es ermöglicht Dinge, die nicht selbstverständlich sind, vor allem auch im medizinischen Bereich, dass Menschen geholfen werden kann, denen man früher vielleicht hätte nicht helfen können. Also ich versuche ein bisschen weniger zu pausieren bei den Liedern, aber ich finde es jetzt schon richtig geil, auch vom Vibe und von Aesthetics. Ich finde es aber auch geil wieder, dass die Lyrics halt so gut zu dem Theme passen, also ein bisschen so Technologie, Future, ich finde die Teile, wo Loveport vorgekommen ist, zum einen bei Bella Butix und hier jetzt extrem strong. Vor allem schon so der 3D-Drucker printet für dich ein Steak. Schon so richtig in die Zukunft gedacht. Mach die Tür auf und lege was rein. Stelle Temperatur und Zeit ein. Und die Strahlen machen meine sind rare. Die. Mein so heutzutage wireless. Keine Briefe, mach Memo und Chat. Staubsauger macht von meiner Last Fresh. Vor allem wenn die Sonne nicht scheint. Meine Cloud-Daten immer dabei. Bocker fällt auf meine Welt von mein.
Oh mein Gott, also der Effekt, also ich weiß nicht warum, aber ich fand ihn gerade extrem geil. Also das, ich meine, es ist, ich weiß nicht, ich finde es einfach extrem, dass die Klamotten sich jetzt da gerade komplett durchgeswitcht haben während der Kamerafahrt. Das hat was. Wenn die Sonne nicht scheint, meine Klamotten hatten immer dabei. Wodka fällt an meine Welt an Mais. Yeah. Menschen, die richtig zusammen sind. Das ist, ja, das erkenne ich jetzt schon, das ist diese Reference auf dieses Bild da mit, ich weiß nicht, wer da wem die Hand gibt, Venus und Gott oder irgendwie sowas. Fühle ich extrem, wirklich geil. Und das ist auch wirklich ein Beispiel, wo halt Technologie auch, sag ich mal, richtig geil ist wieder, ne? Also so vor Feuer waren, falls du gerade schläfst, das weckt dich, du kannst aufstehen, du kannst raus und save my life. Einfach, wie sie sagt, Junge, geil einfach. Boah, die Hook, der Refrain, den finde ich so strong. Also wirklich extrem strong. Props gehen raus. Cool, das war überraschend gut. Es war extrem gut. Es hat sehr gepleased, wirklich. Ich fand es sehr, sehr gut. Das Singen hat mich noch mehr Menschlichkeit gelehrt. Ich fühle mich bemitleidenswert und bitter. Danke, Jerky. Direkt wieder alles kaputt gemacht. Nein. Ah, einfach nur Jerky. Bitteschön. Wir haben zu Kraft, dass Technik mega wichtig ist. Danke, dass ihr uns erlichtet habt. Gott ist mit euch. Gut, gut. Dürfen wir dann endlich... Geil, einfach geil. ...unser Triebwerk haben? Nein, wir werden das Wunderwerk von der Technik behalten. Es ist ein Geschenk von Gott. Wir lieben die Technik. Dürfen wir unser Triebwerk zumindest ausleihen? Wir Armische teilen und verleihen Sachen nur an liebe Leute, die Teil von unserer Gemeinschaft sind, und dann irgendwelche damische Wutzli sind. Damische Wutzli bist du, oder? Sieht so aus, als müssten wir uns ihrer Gemeinschaft anschließen, um unser Triebwerk zurückzubekommen. Oh. Uff. Hey, was machst du da? Wollte mal kurz gucken. Willst du das Böse auf uns loslassen? Boah, wisst ihr, woran mich das ein bisschen erinnert? So, dass er jetzt so ein Side-Eye gemacht hat aufs Gesicht. Das erinnert mich an so andere Filme wie... Boah, wo gab es das? Herr der Ringe zum Beispiel, wo er immer auf diesen Ring gegeiert hat. So. Ich meine, klar, das ist jetzt der Hintergrund ein bisschen was anderes, aber trotzdem so... Ich weiß nicht, wenn ich so Sachen sehe, erinnert mich einfach an irgendwelche anderen Games oder an irgendwelche Filme. Oder was? Vielleicht ist er auch gar nicht böse. Ach, so wie der Osterhase nicht böse war. Hey, wie kommt er darauf, dass der Mann im Mund nicht böse ist? Er hat ja literally nur Dinge getan, die böse sind bisher. Außer John zurückzubringen. Das ist das einzige Positive, was er gemacht hat. Was hast du doch gesagt? Ja, okay, chill. Ich war mir halt nicht so sicher. Ja, oder Fanboy bist. War. Ich war ein Fanboy. Mittlerweile fühle ich sein Leid nicht mehr. Okay, bisschen sus. Hauptsache, er geht dazu voll ab. Was ist los? Was ist los? Rennen, da ist doch nichts! Das Navi! Es ist tot! Was geht? Ha! Ich hab's dir doch gesagt! Niemand verarscht mich ungestraft! Was? Warum? Um Himmels Willen! Alles gut, alles gut. Ju kann dir helfen. Aber wie? Mit NordVPN. Damit werden deine Internetaktivitäten verschlüsselt, sodass deine sensiblen Daten besser vor Cyberangriffen geschützt sind. Was? Warum hat der Real Life Pain, Alter? Verschlüsselt, sodass deine sensiblen Daten besser vor Cyberangriffen geschützt sind. Besonders wichtig. Übel geil gemacht. Wenn du dich mit Props gehen raus, geile Werbung. Du Wi-Fi-Hotspots verbindest, wie zum Beispiel in einem Wald. Boah,
NordVPN ändert nämlich deine IP-Adresse und kann den Datenverkehr über seine Server in 60 verschiedene Länder leiten. Und die Daten werden nicht protokolliert. Ich bin entzückt. Aber es kommt noch besser. Genau, denn mit dem Rabattcode nordvpn.com/julienbam bekommst du nochmal ein exklusives Angebot obendrauf. Nicht zu vergessen, die 30 Tage Geld-Zurück-Garantie. Wow. Ein Hund. Geil, auch nochmal strong in die Kamera. Reingewowt. Auch auf NordVPN. Alter. Ich hasse die Linken. Was? Out of nowhere, Alter. Reifen. Die Linken reifen. Die gehen immer Platz. Schon gut. Bro, immer sus, immer sus. Hast du schon weit genug gebracht. Von hier finden wir die Zahnfee selbst. Passt auf euch auf. Ich habe komische Dinge über diesen Ort gehört. Damals in der deutschen Pfadfinderjugend wurden viele Geschichten über diesen Ort erzählt. Ich glaube, das sind Überbleibsel vom Märchenwald. Ich glaube, das ist gefährlich. Ist gut, Rainer. Ciao. Und pass auf unser Kokon. Also, ich muss jetzt sagen, ich mag den Charakter eigentlich, aber er ist halt schon wirklich sehr sus, grenzwertig an manchen Stellen. Okay, mach ich. Also, keine Ahnung. Ich, Vorsicht, bitte. Vor allem diese Stöhner noch, Alter. Was passiert? Ich, Vorsicht, bitte. Ihre Vision ist brillant. Einfach brillant. Endlich werde ich als Wissenschaftler herausgefordert. Jerky hat mein Talent nie anerkannt. Ja, ja, ja. Wie weit sind wir mit dem Umbau? Wir kommen schneller voran als erwartet, Captain Snaggles. König Snaggles. Ich habe mich selbst befördert. König, natürlich, aber... Was, Anna? Wir brauchen immer noch den Zugangscode von dem Zentralcomputer. Den kennt nur meine Frau. Habt ihr sie schon ausfindig gemacht? Ihre Frau? Miami Rose. König Snaggles. Oh. Was? Hä, wer war er nochmal? Ich kann mich gar nicht erinnern, aber warum ist er so, knechtet sich so und läuft dann richtig schnell in Ministeps rückwärts? Miami Rose. König Snaggles. Oh, die glückliche. Wir vermuten sie immer noch im Bord des Schiffes. Findet sie. Und was ist mit Jerky? Der kommt schon wieder. Und dann kann er sich auf was gefasst machen. Warum lacht ihr nicht? Fresse! Kommt! Hallihallo, Hallöchen! Ist das Brody? Was? Warum hat der Aluhut auf wegen seinen Theorien oder was? Das ist doch Brody, oder? Können wir erzählen, was ihr wollt? Das ist Brody. Sorry. Und instant ausgenockt. Sorry, du wärst bestimmt ein guter Special Guest gewesen. Meine Theorien waren alle wahr. Was? Okay, das ist so random, aber auch trotzdem strong gemacht. Alter, wie schnell hat er sich diesen Vibe aufgenommen vom König direkt hier hinten im Bild und alles? Also es ging ganz schön schnell. Was sieht sie gerade? Sorry, wir müssen das mitinterpretieren, was hier gerade passiert, was sie sich anschaut. Okay, das Raumschiff mit einer Gun oben drauf. Mögliche Umbaupläne Top Secrets.snack, okay. Also es geht scheinbar darum, dass es übel sus ist, dass er eine Gun oben aufs Raumschiff draufbauen will, okay. Unsere Zweisamkeit war das Kostbarste, was wir... Gönnt sich das Buch. Oh mein Gott, je geil. Besaßen. Krass. So schöne Worte wie Rainer hast du aber noch nie zu mir gesagt. Warum liest du dieses Betrügerbuch? Das ist echt gut. Das ist doch alles Fake bei ihm. Genauso wie... Hä, warum... Also, ganz ehrlich, an der Stelle, ich verstehe nicht, warum er gerade so geroastet wird. Von Anfang bis Ende, er hat
John vermisst. Er hat ihn einfach vermisst. Er wollte seine Trauer verarbeiten. Er wollte diese Trauer mit anderen Menschen teilen. Und er wird die ganze Zeit als Betrüger dargestellt. Bro, chill. Er war einfach sad. Wie sein Shirt oder sein Merchandise. Oh, I love John. Ich find's nett. Müssen wir was wirklich Nettes sehen? Das neue Eternal God Piece. Der Pulli war so beliebt, dass er direkt sold out gegangen ist. Darum startet Eternal God jetzt eine Special Pre-Order-Aktion. Also scheiß auf deine Klamotten und sicher dir ein Exemplar im Eternal God Store. Okay, du hast mich überzeugt. Oh no. Jetzt hat er die Klamotten an. Jetzt hat er die Klamotten an, die er in der Vision gesehen hat. Du hast mich überzeugt. War auch so ein graues T-Shirt, ne? Ja. Was ist los? Nichts. Ich hoffe nur, Julia geht's gut. Ach klar, um die brauchen wir uns keine Sorgen machen. Die weiß nicht mal, was Angst ist. Ja. Apropos Julia, sie meinte, du wolltest mir noch irgendwas sagen. Wann? Hab ich gar nicht mitbekommen. Also bevor ich totgegangen bin. Ah, Bro. Bro, ich meine, es ist unangenehm. Aber sag's lieber. Sprich's dir vom Herzen. Bin. Ha. Ich kann mich gar nicht an irgendwas erinnern, wovon du redest. Doch, heute Morgen mit dem Jetface-Alien. Doch, heute Morgen. Das ist doch... Sag doch jetzt einfach. Aber ich kann verstehen, warum es so extrem unangenehm ist. Boah. Doch. Was ist denn für ein Jetface-Alien? Ach nee. Tell him. Es wird wholesome, wenn er es ihm erzählt. Guck mal, was du mir sagen wolltest. Mir unangenehm gerade. Ach komm, wie lange kennen wir uns schon? So peinlich kann es doch gar nicht sein. Na gut, ich sag's dir. Oh, okay. Schauen wir mal, ob er es wirklich sagt. Ich hab ihr nur gesagt, dass wenn ich damals traurig im Bett lag, ich mir immer vorgestellt habe, dass du als Superheld verkleidet in mein Zimmer reingeflogen kamst, um mich aufzuheitern. Also ich find's schon wholesome. Aber er ist anscheinend komplett angewidert. Also hast du dem mich letztens im Super... Nein, als ich jünger war, viel jünger. Also 4 oder so. Ach so, ja, okay. Oder 15. Das macht es irgendwie nicht weniger weird. Ja, passt recht. Ja. Ich weiß nicht, also ich finde es trotzdem... Ich finde es trotzdem wholesome. Damals, als ich einsam war, habe ich immer an deinen Klamotten gerochen. Okay, jetzt ist es wieder wholesome. Auf eine etwas andere Art und Weise wholesome. Das wird mich noch lange verfolgen. Ich hoffe, du hast recht. Und direkt so sad, Alter. Jetzt machst du mich irgendwie auch sad. Ich hoffe wirklich, dass John und Julian am Ende am Start sind und eine bis in die Unendlichkeit glücklich leben. Also, wenn die nochmal sowas droppen, ne, wie John opfert sich, John ist irgendwie verschwindet for real, endgültig, dann wäre ich richtig sad. Also, ich war schon damals sad, als er dann in diesem Laserstrahl verschwunden ist. Nein, ey. Warum sollte er mit Mann im Mond sprechen, ne? Also, wegen der Vision, weil er versucht zu verstehen, warum er diese Vision hatte. Aber der Mann im Mond ist obviously nicht der Charakter, mit dem man zusammenarbeiten will, oder? Aber andererseits hat der Mann im Mond ihm halt John wiederbelebt. Also von dem her, ist er jetzt gut oder böse? So hundertprozentig geblickt habe ich es auch nicht. Ich würde aber eher sagen, dass er böse ist. Vor allem, wenn er sagt, wenn er den Osterhasen als Shadow-Version wiederbelebt, ihm das Messer gibt und sagt, er soll John und Ju killen. Also von dem her, gut kann er eigentlich nicht sein. Ich habe dich erwartet. Bereit, zurückzugeben, was mir gehört? Du hast mir John wieder zurückgebracht. Dafür bin ich dir sehr dankbar. Boah, ich hoffe nicht, dass er einen Deal macht mit Mann im Mond. Ich glaube, wenn er den Deal mit Mann im Mond macht, dann ist die Erde dem Untergang geweiht. Oder es ist ein Plot-Twist und es ist gar nicht der Mann im Mond, der die Welt untergehen lässt, sondern jemand anderes. Vielleicht Snuggles mit dieser Kanone. Schwierig. Aber jetzt, wo er wieder da ist, habe ich umso mehr Angst, ihn wieder zu verlieren. Du möchtest eine Garantie für sein Überleben. Ich hatte eine Vision, in der John wieder tot war.
Es hat sich so echt angefühlt, als wäre ich da gewesen. Er lag tot in meinen Armen. Was bedeutet das? Du hast die Zukunft gesehen? Wie ist das möglich? Die Zukunft? Heißt das, ich werde John... Woher weiß eigentlich, dass der Mann im Mond ist, dass die Zukunft ist? Hat er jetzt einfach random Best Guess gemacht oder weiß er selber schon, dass es so enden wird? Wieder verlieren? Nicht, wenn ich es verhindere. Ich bin nicht dein Feind, Julian. Jedoch brauche ich dafür das, was ohnehin schon mir gehört. Dein Gesicht. Ein Geschenk für ein Geschenk. Weißt du noch? Solltest du mich nicht am besten verstehen können? Oh mein Gott, John bekommt das alles sogar mit. Okay, er hat gar nicht geschlafen. Julian, auch ich trachte danach, einen Verlust wieder rückgängig zu machen. Alles sagt, dass ich... Aber, okay. Ich würde gerne wissen, was sein Verlust ist. ...mich von dir fernhalten soll. Der Maskenboss, das Pergament vom Osterhasen, die Prophezeiung, die Wächter. Ich kann dich nicht die Welt zerstören lassen. Die Wächter. Und du denkst, du kannst ihnen trauen? Meinen Brüdern? Brüdern? Lass mich dir erzählen. Seine Brüder? Was? Oh. Was? Okay, damit habe ich gar nicht gerechnet. Seine Brüder. Das sind alles Brüder, die Wächter und er. Nicht die Welt zerstören lassen. Okay. Die Wächter. Und du denkst, du kannst ihnen trauen? Meinen Brüdern? Brüdern? Lass mich dir erzählen, warum ich mich von ihnen distanziert habe. Wir waren 5 identische Brüder. Aber das war nicht alles, was uns besonders machte. Okay, was passiert jetzt, Alter? Also jetzt kommt die harte Lore hier auf uns zu. Wir verfügen über einzigartige Mächte. Warum man uns in ein Weiß... Ist das KI generiert? Also mal kurzer Off-Topic-Talk. Ist das KI generiert? Das sieht extrem KI-mäßig aus, alles. Aber es macht es nicht schlecht, also es sieht trotzdem gut aus. Hat einen eigenen, uniken Artstyle. Wir verfügten über einzigartige Mächte, warum man uns in ein Waisenhaus abschob. Zu einer Zeit, wo alles, was anders war, verteufelt wurde. Damals, vor 500 Jahren. Es war kein gewöhnliches Waisenhaus, denn dort wurden unsere Kräfte erforscht. Unter Schmerzen. Und weil ich der mächtigste unter uns Brüdern war, unterzog man mich am häufigsten den Experimenten. Die Nonnen, die uns bewachten... Alter, okay. Also das gibt mir ein bisschen Stranger Things Vibes. Falls ihr das geschaut habt, wisst ihr, wovon ich rede. Teuerten, dass wir das Waisenhaus nicht verlassen dürfen, da es unserer Sicherheit diente. Aber ich meine, es gibt viele Filme und Serien, die so ein Theme aufarbeiten. Aber okay. Das heißt, sie hatten alle Kräfte. Wahrscheinlich unterschiedliche Kräfte oder vielleicht ähnliche Kräfte. Und die Leute hatten Angst davor, wollten die wegsperren, um die zu schützen, vermeintlich. Und ja, im Prinzip waren sie so ein bisschen so Versuchskaninchen. Der Brüder glaubten ihnen, doch ich tat es nicht. Was sie Sicherheit nannten, empfand ich als Gefangenschaft. Und so brach ich eines Nachts aus dem Waisenhaus aus. Das ist KI generiert. Also, wenn das nicht KI generiert ist, weiß ich auch nicht. Die Freiheit, derer man mich beraubt hatte, lag in der Natur. Ich fühlte mich... Es ist aber trotzdem extrem geil gemacht, also muss ich sagen, es ist stimmig auf jeden Fall, es ist sehr stimmig. Lebendig. Doch die Dunkelheit der Nacht hielt eine noch größere Schönheit für mich bereit. Iris, ein junges Mädchen, so schön wie ein Feld voller Mondblumen. Sie führte mich in eine Welt voller unbekannter Wunder und füllte mein eigenes düsteres Leben mit einem Leuchten. Bei ihr fühlte ich mich zum ersten Mal verstanden. Von dieser Begegnung an brach ich jede Nacht aus dem Waisenhaus aus, um sie zu sehen. Meine Brüder verurteilten mich, sagten, ich würde meine Bestimmung vernachlässigen. Aber Macht war noch nie mein Antrieb gewesen, Julian. Es war Liebe. Doch so überwältigend das Gefühl tiefer Verbundenheit auch sein mag, so überwältigend ist auch die Sorge darum. Du weißt, wovon ich rede, Julian. Iris litt unter einem schweren Schicksal, einer tödlichen Krankheit gegen die Sonne. Es ist schon ironisch. In der Dunkelheit eine Krankheit gegen die Sonne. Das heißt, wenn sie Sonnenlicht exposed war, dann hat das ihr geschadet, okay. Nacht fühlte sie sich frei, doch gleichzeitig war es ihr Gefängnis. Ich hielt es nicht mehr aus, sie leiden zu sehen. Und deshalb machte ich ihr ein Geschenk. Ich riss die Mauern ihres Gefängnisses ein und zeigte ihr eine neue Welt. Wir waren glücklich. Aber das Glück währte nur von kurzer Dauer.
Man bezichtigte Iris der Hexerei. Alter, ich muss sagen, ich bin impressed, dass hier nochmal so eine Story aufgezogen wird. Einfach so casually nebenbei. Vor allem im Vergleich zu der Main-Story ist die hier ja schon doch sehr ernst bisher. Weil ich meine, während dem Hauptvideo passieren obviously sehr häufig sehr random lustige Dinge. Und hier, das hier wirkt bisher wie so eine richtig krasse, solide, seriöse Erzählung von einer Backstory. Als Frau, die die Sonne verfinstern können. Zur Zeit des 15. Jahrhunderts wussten die Menschen nur auf eine Weise, mit Hexen umzugehen. Ich hätte die Welt gegeben, um sie zu retten. Von den Menschen hätte ich nichts anderes erwartet. Aber meine Brüder, sie haben mich aufgehalten. Sie hätten sich auf meine Seite stellen müssen, so wie ich mich stets auf ihre Seite gestellt hatte. Alter, es ist schon richtig bitter, also die Story. Ich konnte ihnen nicht verzeihen und wandte mich von ihnen ab. Ich suchte nach einem Weg, meine verstorbene Iris zurückzuholen. So wuchsen meine Mächte beständiger und schneller. Darin erkannten meine Brüder eine Gefahr. Sie versuchten mich aufzuhalten, berauben. Alter, was passiert? Warum fighten jetzt ihn? Weil die einfach Angst haben, dass er zu mächtig wird. Bro, er will einfach seine Waifu zurückhaben und er wird dafür hart attackiert von seinen Brüdern. Mich in einem Hinterhalt der Quelle meiner Macht und verbannten mich auf den Mond. Du siehst, nicht ich habe den Keil zwischen uns Brüdern. Boah, wenn das die real Story ist, dann finde ich schon ein bisschen unangebracht von seinen Brüdern, ihm das Face zu snacken und ihn auf den Mond zu schieben. Ich meine, er wollte nur seine Waifu zurück. Er hat doch niemandem was getan, scheinbar. Ich meine, klar, sie haben scheinbar wahrscheinlich Angst gehabt, dass es eskaliert, dass er größenwahnsinnig wird, dass er die Welt damit zerstört vielleicht. Okay, kann ich verstehen, aber Bro. Also, da weiß ich nicht. Getrieben, sondern sie hätten wissen müssen, dass sie sich mit mir einen mächtigen Feind geschaffen haben. Das tut mir leid. So wie ich das sehe, hast du nur zwei Optionen, Julian. Du gibst das Gesicht meinen Brüdern und ich werde es mir dennoch holen. Aber dann bist du mein Feind. Und die zweite Option? Du gibst mir mein Gesicht zurück, wie wir es vereinbart haben. Und ich sorge für die Sicherheit von dir und deinem Freund. John, Alter. Nimm meine Story zu leiden. Ich zurück, wie wir es vereinbart haben. Und ich sorge für die Sicherheit von... Er ist einfach eingefangen in der Story. ...von dir. Und deinem Freund John. Ich kann nicht. Dann tust du es meinen Brüdern gleich und entscheidest dich, mein Feind zu sein. Boah, das ist aber schon, jetzt wie sie es aufgebaut haben in der Hauptstory, finde ich es auch schwierig. Also ich kann mich jetzt besser in den Charakter reinversetzen, Julian, weil es schon eine sehr schwierige Entscheidung ist, weil du jetzt auch nicht wirklich weißt, wer der Gute und wer der Schlechte ist. Bis gerade eben war es eigentlich relativ klar, wer der Gute ist und wer der Böse ist. Natürlich weiß man jetzt nicht, ob die Story, die er erzählt hat, die wahre Story ist oder ob da mehr Dinge passiert sind oder Dinge weggelassen oder ob es komplett anders war. Aber dennoch kann ich verstehen, in welcher Zwangslage er ist, dass es so schwierig ist zu entscheiden, was das Richtige ist. Er hat sein Auge einfach wieder zugemacht und geht sleepen. Mein Feind oder was? Sein. Okay. Gott, man sieht ihn hier im Hintergrund. Hallo? Ist da jemand? Oh. Ah. Ah. Okay, die Musik fängt schon mal wieder an, dass es sehr episch wird langsam. By the way, er hat ja offensichtlich eine Barriere, Julian, aber woher kommt die? Weiß man das? Wurde das schon erklärt? Habe ich vergessen? Ich meine, woher hat er diese Barriere her? Kommt die einfach aus seinem Inneren? Weil er so der Auserwählte ist oder irgendwas in der? Oder hat ihn jemand diese Barriere gegönnt? Aber scheinbar kann er wirklich da einfach damit durch diese Barriere durchstechen mit diesem Messer. Boy with Yuke. Okay, das
Der Name kommt mir irgendwie bekannt vor, aber ich hab... Nee, ich glaube, ich habe kein Lied von ihm gehört. Also heute erwischt es mich echt eiskalt mit den Songs. Alter, bitte nicht. Also ich hoffe, der wird jetzt nicht einfach ohnmächtig und überlässt Judo seinem Schicksal. John! Nee, oder? Alter, wenn das jetzt so wäre, das wäre kompletter Rohrkrepierer. Okay. Ich war mal dein Fan, ja, ich war mal dein Stan. Hatte überall Poster wie von der Rockband. Ließ die Herzen brennen bei deinem Instagram. Schrieb so viel DMs, dachte safe, das ist Spam. Stand bei deinem Event, erste Reihe vor dir. Hab deinen Drink probiert, deinen Drip kopiert. Ich war in deiner Gang, du hast... Also wirklich so richtiger Fanboy anscheinend. Oh, okay, stimmt, das ist ja der Osterhass. Das hat er vorhin gemeint, dass er ein Fanboy war vom Osterhass. Okay, jetzt macht's nochmal mehr Sinn. Alles rasiert, doch hätte nie gedacht, dass du deine Werte verlierst. Du hast dich verändert und ich glaub, du lügst. Mit all deinen Worten, dass du niemals betrügst. Deine neuen Freunde... Ey, wie geil ist das eigentlich? Also ich finde das Outfit auch extrem strong und mit dieser Maske... das ist so geil gemacht, also... Wie heftig. Betrügst. Deine neuen Freunde falsch mit Billigkostüm. Hab hier keine Zeit mehr, weil dir alles Kalkül. HDGDR, hab das Gefühl, du lügst. Alles, was du gesagt hast, hab ich gefühlt. HDGDR, hab das Gefühl, du lügst. Du sagst, Geld ist nicht... Okay, erstmal Sus-Reference, Alter, was? Gesagt, das hab ich gefühlt. HDGDR, hab das Gefühl, du lügst. Du sagst, Geld ist egal, aber der Scheit trügt. Wolltest dich nie verändern, warst immer der Typ. Doch immer dasselbe. Aua, mein Herz ist ein bisschen gebrochen. Komm, John, wir müssen hier abhauen. Strong. Fand ich auch sehr nice. Da vorne, jetzt los! Komm! Wir sind gerettet! I know sometimes life can be tough. Der Fischverkäufer. Seine Arme, was passiert? Warte, der Typ ist im Supermarkt. Du! Deine Arme, Alter. Wir brauchen dein Floß. Bitte. Nein, der See ist viel zu gefährlich. Noch nie hat ihn jemand lebend überquert. Aber wir stecken voll in der Klemme, Mann. Aber an diesem See lebt ein Ungeheuer, das mich erfolgreich machen wird. Also wie belastend muss es sein, wenn deine Arme wirklich so eingegipst sind, Alter. Dann kann man ja gar nichts mehr machen. Cool, sorry, Bro, aber wir müssen wirklich... Ich habe dieses Floß mit eigenen Füßen gebaut, um das Ungeheuer zu fangen. Tschu, ich glaube, der ist heil. Ihr bekommt mein Floß nicht. Oh, wir stehen schon drauf. Wer fahrt los. Geil. Passt auf euch auf! Die Wahrsagerin hatte recht. Ich hätte beim Stepptanz bleiben sollen. Ja, ich muss sagen, das war eine echt gute Idee von dir. Let's go. Irgendwie geil, also. Paddel. Gut gemacht. Naja, ja, unsere Idee, oder? Obwohl, genau betrachtet war es eigentlich meine Idee. Oder? Ja. Ich weiß. Ja, John. Es ist atmosphärisch, aber auch richtig gut aufgebaut, auch mit der Musik. Also immer so ein Fade-Out in so eine Musik rein, das hat auch noch seinen eigenen Charme dann jedes Mal. Na? Auch? Aber es wird unterbrochen. Auch einen scheiß Tag gehabt? Na? Strong. Hörst du mir überhaupt zu, Joe? Ja. Ich glaube, der Osterhase verprügelt gerade den Fischer. Ach, wenigstens die Arme kann einem nicht mehr brechen. Paddel, schneller. Ein Glühwürmchen. Welchen Tag? John, wie weit noch bis zur Zahnfee? Schau mal nach. Okay. Nur noch über den See, da müssten wir da sein. Sieht so aus, als können wir es diesmal schaffen. Ja. Ich bin so froh, dass du an meiner Seite bist. Und so viele andere jetzt auch. Das ist dieser Brunnen, das kommt mir ein bisschen komisch vor. Oh mein Gott, das entwickelt sich wirklich, oder was?
Sehen wir gleich Schmetterling Babu? Alter, ich habe das einfach vorhin nur so gesagt, aber ich hätte nicht gedacht, dass es wirklich jetzt dabei so eine Entwicklung kommt. Aber gut, es macht irgendwo auch ein bisschen Sinn mit so einem Kokon und weiterentwickeln. Ich meine auch so bei Pokémon. Ich weiß nicht, da gab es ja auch solche Sachen, glaube ich. Safran? I don't know. Ich weiß nicht, es läuft gerade ein bisschen so aus dem Ruder. Irgendwie nicht, aber irgendwie passieren trotzdem sehr viele Dinge gleichzeitig. Und ich glaube, hier wird ein heftiger Cliffhanger gleich da sein. Oh, da ist er. Die Zahnfee. Junge, aber angekettet? Hä? Why? Manchmal ist das Glück eben doch auf unserer Seite. Oh mein Gott, ich hab's gerade nicht gerafft. Ich hab gerade nicht drauf geachtet, aber da dieses Seeungeheuer schwimmt auch noch unten durch. War das das Ungeheuer, das diesen kleinen Teddybär gesnackt hat, oder Prediction, der kleine Teddybär wurde nicht gesnackt, sondern er hat geschafft, dieses Seeungeheuer zu tamen, also so zu, für sich zu zähmen, dass er dann entscheiden kann, wen er angreift. Und dann wird es ein heftiger, epischer Bossfight. Das könnte ich mir vorstellen. Oh mein Gott, fast nicht gesehen. Wie lost kann man sein? To be continued. Okay, to be continued. Jetzt machst du dies und das. Früher hast du das gehasst, wenn ich dich heute. Ey, so ein geiler Teil wieder, ne? Also, ich muss wirklich sagen, komplett abgerissen. Sehr geil. Ich bin extrem gespannt, was in dem nächsten Teil passiert. Ich bin gespannt, wie es zum Finale kommt. Nächster Teil wird wahrscheinlich noch nicht Finale sein, aber ich bin gespannt, wie die Geschichte komplett ausgeht, bis sie am Ende alles zusammensetzt wie so ein Puzzle. Lasst Julian Bam auf jeden Fall einen kostenlosen Abo auf YouTube da. Gönnt ihm einfach. Lasst mir gerne auch einen kostenlosen Abo auf YouTube da und einen kostenlosen Follow auf Twitch. Wäre Ehre.